Willkommen zurück zu Outlast. Wir sind, ja, ich weiß selbst nicht, wo wir sind, in einer Art Gefängnistrakt. Wir konnten, ja, entkommen ist gut gesagt, wir haben eine Nische gefunden, wo wir uns durchzwängen konnten und ja, jetzt geht's weiter. Da können wir raufklettern, immer den Rohren entlang. Weißt du was, wenn jetzt nicht diese schreckliche Musik gewesen wäre, hätte ich mich gar nicht erschreckt. Ah verdammt, was zum Teufel ist los mit dir, du? Du warst nicht eingeladen, du verdammter Perverse, was siehst du gerne zu? Das ist krank, du bist krank. Wohin joden sich ein paar, die Bommelbrüder, einen auf mich ab, auf meinen Tod virtuell, und die hier beschreiben mich als Perverse. Also ihr habt doch alle eine an der Klatsche. Ah, deshalb sind sie auch hier. Ja, ich habe eine Notiz. Nekromantie. Dieser verdammte Ort! Ganz ehrlich, dieser Scheißort! Sterbe gehört hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Zu den weniger schrecklichen Dingen. Tja. Und bevor der mir hier noch einen Sitzenstrahl abtut, schaue ich, dass ich hier weiterkomme. Dann weiter käme. Ach so. Hä? Ach, bin ich runtergefallen? Hä? Nee, nee. Ah, jetzt kapier ich's. Ich kapier's. Gut. Ich geh. Hey, CEO. Redest du mit mir? Ja, was ist denn? Hör mal, du bist... Ich hatte mal so eine Nachbarin, die war genau auch so. Die kam zum Klingeln und wenn man an die Tür kam, nahm die den linken. Aber nicht, weil sie irgendwie Angst hatte, das war ihre Art. Ja, sie war zu Hause, man soll zu ihr was kommen schauen. Und keine falschen Gedanken, das war eine Oma, nicht meine Oma, aber das war so eine Oma. Die hatte diese Angewohnheit. So. Überall Blut. Das ist schrecklich. Und noch schrecklicher ist, es gibt nirgendwo eine Batterie. Tür zu. Batterie. Bald weg. Und wenn ich schon so blöde bin, versuche ich noch hier reinzukommen. Hätte mich auch gewundert. Na denn. B. Wie? Ben, das ist mein Trakt hier, bin ich zu Hause, genau. Die Framerate sinkt wieder. Ich muss hier kurz mal die Framerate was schauen, Entschuldigung. So, habe ich jetzt auf HD Ready geschaltet, aber ich denke mal, ich rendere ja sowieso alles in Full HD. Mal schauen, ob das, ja, irgendwie nützt es überhaupt nicht. Ich mache mal einen Abschnitt so. Das nützt überhaupt nichts. Was muss ich an die Wand und... Hä? Ach, es geht automatisch. Und wir wissen, wo wir sind. Und da unten... Jetzt ganz kurz nachschauen, ob die Bommelbros noch da sind. Nee, nee. Die Naked Eyes, die Flitzer. Ein Knast lauter, verrückter... nackter Männer und die laufen nackt herum. Tja, das ist meine Logik. Wer quasselt hier? Kann ich hier durch? Nee. Licht. Ist was? Got a noise provides a way follow the blood. Gut, so gut Englisch kann ich jetzt nicht, aber ich würde mal grob übersetzen. God always provides. Was heißt provide? Ah! Gott zeigt dir den Weg. Folge dem Blut. Na gut. Ich kenne das anders, aber. Hä? Wo sind wir denn hier?
Also, wirklich, wo sind wir denn hier? Gut, Checkpoint. Batterie. 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 Batterie! Geht doch. Rollstuhl! Wand! Stege, nee, Treppe. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt gar nichts, wie ich es hier einstelle. Deshalb mache ich das wieder auf HD. Full HD, Moment. Übrigens hat auch der Let's Player, bei dem ich das Let's Play schon geschaut habe, hat ja auch solche Ruckler. Und ich habe ja einen guten PC für das Let's Play gekauft, das an dem soll es auch nicht liegen. Gehen wir noch mehr hoch? Oder kann ich hier aufmachen? Nee. Gut, die Frage rübt sich. Wir gehen nach oben, wo auch der blutige Pfeil hinfährt. Da ist auch wieder so ein Compadre durch den Abfluss mit dem Blut. Abfluss. Ist hier was? Nee. Erschreckst du mich? Oh! Nee. Du suchst die Wand ab. Gut, Schädlingsbekämpfung. Na, ja, hast ein Hobby. Down. Down. Die. Hä? Down. Die. Drain. Down. The Drain. 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 Hat er jetzt noch das Englisch könnte? Na gut. Das ganze Spiel ist eh. Ah, Niakte. Niakte. Nimm die auch! Nackte ist zu öffnen mit. So. Von Wolfram an Grant. Dr. Grant. Jurassic Park. Nee, nee. Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archimbaut. Helen, Dr. Zeichner, hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Gut. Wenn ich das so wollte. Das ist mal die typische Klapsmühlenatmosphäre. Der hier unbeaufsichtigt und der hier, der Wärter, ist tot. Was gibt's hier noch? Da wir zu sein. Ja. Dann geht's eine Etage tiefer und Luft anhalten. Hier ist zu. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Warum sagst du mir das? Heißt das, dass hier ein Verfolger ist? Und ich sag's gerne nochmal, wenn ich es nicht schon erwähnt habe. Wenn ich mal nichts mehr sage hier, dann ist es, weil man die Gegner hört. Die hört man kommen, hört man reden. Also wenn ich mal leise bin, nichts sage, dann ist es deswegen. Nicht, weil ich keine Lust habe zu antworten. Die Tür ist halbes offen oder zu. Geh mal hier lang. Warte, ich möchte nach vorne. Hey! So, und das seid doch anständig miteinander. Hi. Du machst mich doch nichts, oder?
Oder doch? Er kann mich doch. Oh doch, der könnte mich erreichen. Ist hier noch was? Wenn der schon so schön wartet, ich will den nicht. Reizen. Weil ich reizend bin. Nee. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Doch. Eigentlich sieht er mich. Aber tut mir nichts. Tust du mir was? Nö. Nö, der tut mir nichts. Aber er könnte. Siehst du mich? Also, wie hat das ein Auge? Schaut mal. Also gut, ich... Äußerliches... Über Äußerlichkeiten... urteile ich ja nicht. Aber kommt mir nicht nach, das heißt... Das heißt, dass er mir nicht nachkommt. Was haben wir hier? Ah. Der schon. Wisst ihr was? Ich hab für dich ein Spiel, Kollegen. Ich hab für dich ein Spiel, Kollegen. Hier. Also irgendwie ist das überhaupt nichts. Ja. Alter, die Framerate sinkt hier in den Boden, das glaubt mir kein Mensch. Und ich kann mich auch nirgends verstecken. Doch, da könnte ich. Das heißt, ich hole mal Anlauf. Das Nachsicht könnte ich eigentlich ausschalten. Jetzt gehe ich hier lang. Und warte, bis der Fatzke kommt. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Auch bei Let's Player, die die besten Computer haben, haben genau das gleiche Problem. Er hat mich gesehen, das ist klar. Au! Hörst du auf? Okay, nächster Anlauf. Verbrate wieder meine Batterien. Du mir nach, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Jetzt versteck dich! Hat er mich gesehen? Oh, keine Batterie mehr. Deshalb sehe ich auch nichts. Blöd ist nur, dass ich mich nicht verstecken kann. Es gibt hier keinen Raum, den ich mich zurückziehen könnte. Du verpfeifst mich nicht, oder? Nee, er verpfeift mich nicht, aber... Alter, hör mal auf damit! Aggression in dir, die nicht gesund sind. Die Framerate hier ist auch nicht gesund für mich. Ja, das nützt überhaupt nichts. Wisst ihr was? Ich nehme den linken. Ich hoffe nur, der andere hatte keine Akte für mich. Ne, ich versuche es noch einmal. Noch einmal versuche ich es. Gut, komm nur her. Und jetzt Geronimo. Bleibt da nicht jemand dieser verdammten... Ja gut, das kann ich vergessen so. Das kann ich absolut vergessen. Dann eben weiter nach hinten. So weit wie es geht. Hier rüber.
die kommt nacheinander. Ich wette. Ja, komm nur her, komm nur her. Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Also wenn ich nicht mal jumpen kann. Da holt man Anlauf und es nützt nichts. Hey, habe ich da einen Schach gesehen? Ha, das gibt's doch nicht! Das glaube ich ja nicht, der läuft in die Ecke! Wie bekloppt muss der eigentlich sein? Nee, das war doch kein Schacht. Wie bekloppt ist eigentlich mein Charakter hier? Ja, komm hier. Hä? Wäre die Rede gegangen? Lass mich doch durch! Du regst mich langsam echt auf. So, dir wünsche ich jetzt bald den Tod. Und zock mit so einem Goku weiter. Jetzt am Verstecken! Na, der hat mich schon gesehen, das kann ich vergessen. Das kann ich sowas von vergessen? Wisst ihr was, bei der Framerate kann ich das vergessen. Es tut mir leid. Das ist keine Framerate hier. Es ist so beschissen. Ist doch so. Ja. Hau mich doch, Kau. Leck mich doch. Neue Aufnahme. Entschuldigung. Ja. Genau. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, genau. Ja, genau. Gut, so kann man sich unterhalten, ohne was zu sagen. So, ihr seht, wo ich bin. Ich hab's gewagt, hier reinzukommen. Was der uns macht? Ich glaube nichts, oder? Machst du mir was? Ja, er haut mich, wenn ich zu nahe komme. Aber das ist bei weitem freundlicher als das, was der andere Typ mit uns gemacht hat. Hier kann man rein. Hier gibt's Batterien, die ich schon aufgesammelt habe. Und sonst gibt's hier eigentlich nichts. Und da wir hier drin sind, ohne irgendwas zu befürchten, ist da ja. Hör mal, du musst mich nicht hauen. Ich bin ein braver Junge. Ja, geh zurück. Ja, genau. Keine Achte, die wir gebrauchen können. Ist hier irgendwo ein Lüftungsschacht oder was? Nee. Da kann man sich verstecken, gut. Ich habe einfach das Gefühl, dass wir in dem anderen Raum, wo der Olle patrouilliert, der uns danach gejagt hat, dass der irgendwas Böses im Schilde, wie das in dem Raum was gibt für uns. Aha. Batterie. Kein Wort ist in diesem Spiel schöner als dieses Wort. Hä? Was hast du was? Alter, soll ich dir mal was sagen? Du siehst richtig gut aus gegen die anderen hier. Komm, dich befreie ich. Oh, geht gar nicht. Entschuldigung. Hab keinen Schlüssel für dich. Hä? Bin ich... Moment. Ach, nee. Ach, hier kann man auch rein. Okay. Ist hier jemand? Nö. Eigentlich verbrauche ich hier viel zu viele Batterien. Dann schließen wir hier mal. Gut. Sieht doch ganz ordentlich aus. Hier könnte man sich verstecken. Hier gibt's nichts. Das heißt also, wir müssen den anderen hier durchlocken. Und uns dann... Ich habe einen Plan. Ich renne hier alles durch, um den anzulocken. Und dann renne ich zurück und versuche mich in dem Schrank zu verstecken.
Das geht hier durch, genau, Batterie sollte reichen. Und dann geradeaus hier rein. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich hoff's. Ja, der Kumpel. Ja, der. Ich sag, das ist doch ein lieber Kerl. Ich brauch volle Batterien. Hier kann man ja nirgends rein, oder? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Gut. Der war ja hier. Siehst du mich? Ja. Gut. Das wollte ich ja. Dann alles hier zurück. So, nach vorne oder rüber. Dann hier rein. Und hier rein und hier warten wir. Und dann... Komm nur! Kriegst mich nicht. Schamm! Aus drei! Jetzt läuft's! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Warum warte ich jetzt hier? Ach ja, ich will mal schauen, was jetzt passiert. Kommt er an uns vorbei, oder... Was passiert jetzt? Ach, ich riskier's. Also, ich würde ja einmal behaupten, dass wir jetzt Ruhe haben vor dem. Ich glaube ja nicht, dass der hier in dem Raum jetzt ist, wieder. Oder? Nein. Und... Das hier aktivieren. Hier verstecken. Nee, nicht hier. Hier. Komm. Gut. So weit, so gut. Und ich mache jetzt noch so lange. Hat es von gespeichert? Überhaupt? Ah ja, der patrouilliert jetzt. Und was macht er noch? Das ist auch gut. Und eigentlich die Nachtsicht ausschalten. Dass es nicht mehr so klick, blinkt. So bling, bling. Egal was du magst, ich mag, wenn du gehst. Geh weg. Ist er weg? Sind alle weg? Tür zu, brauche keinen Zuschauer. Was kann man hier jetzt noch machen? Nichts. Alles gut. Gas kann ich abgeschaltet oder was? Okay, dann mache ich jetzt mal so, dass er uns nicht sieht. Kommt er noch? Ja. Schon auf. Batterie kann ich gebrauchen. Ist immer noch hinter mir her? Ja. Dann verstecke ich mich wieder hier. Nee, das geht nicht gut so. Das geht überhaupt nicht gut so. Aber Tür mache ich zu. Ich brauche keinen Zuschauer, wenn ich mich verstecke. Na, hast du mich gesehen? Ja, die künstliche Logik hier ist nicht immer die beste, aber in dem Fall hilft sie uns ungemein. Wie nennst du hier gerade Maus, du dummer Sack? Du dümmer Sack. Du hast eine schlechte Richtung, man lässt die Tür nicht immer offen. Nimm mal stark an. Hat er uns gesehen? Ja. Aber jetzt wissen wir, wo seine Route hingeht. Das wissen wir jetzt. Muss die Batterie wechseln, ich habe ja noch
Ah komm, nimm mich wieder dein Mäuschen, wenn sie so gut tut. Nee, Moment, ich mach das anders. So, hier mal Tür zu. Tür zu! Mach doch dir die Tür zu! Alter, der hat schweren Begriff. Der ist schwer vom Begriff. Dann jetzt so. Hä? Nee, nee, nee. Doch, doch, da kann ich auch. Kann ich eigentlich. Kommt der eigentlich auch hier rein? Wahrscheinlich schon. Gibt's hier was für mich? Nee. Hi! Kennst du mich noch? Ich bin der Ben. Versteck mich vor dir. Ich geh jetzt hier rein. Ich weiß nicht, andere Let's Player haben hier so die Muffe, wenn sie das spielen, aber ich nehm's ganz locker. Ich weiß nicht warum. Gut, ich hab. Na gut, es ist Abend und ich habe Licht im Zimmer, aber sonst, ich habe hier irgendwie keine Angst. Irgendwie macht mir das Spaß. Ja, ich würde ja eigentlich Let's Play, wenn es mir nicht Spaß machen würde. Und jetzt hab ich ab. Siehst du, so macht man das. Tür zu. Merkt ihr das? Das ist ja gute Erziehung. Gut, ob meine Erziehung so gut war. Ich denke mal schon, ah, ich gehe nie mehr hier rein. Ist der jetzt. Lebt er nicht mehr? Oder hat er sich gewandelt? Hier ist eh nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Der geht ja den anderen Weg. Der kommt mir ja nicht nach. Und selbst wenn der andere käme, der war ja nicht böse. Ja, was? Ah, ich kann jetzt hier rein. Okay. Kann ich das vorstellen? Nee, 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 ich bin ja von oben gekommen. Ich bin ja von oben gekommen. Gut, dann würde ich mal sagen, oh Mann, der Part ist ja schon voll. Leute von heute, wenn es gefallen hat, Daumen hoch bei YouTube und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne und tschüss.